Schlaf ist nur ein billiger Ersatz für Koffein, sagt man immer. Die Forschung will in den letzten Jahren herausgefunden haben, dass Kaffee doch nicht so gesundheitlich anstrengend ist, wie man es immer befürchtet hatte. Ja, Kaffee als wahrscheinlich die Volksdroge Nummer 1. Wir haben hier heute Watson. Er verantwortet hier auf den längsten MRM-CD aller Zeiten die Brackwasserkombüse, also sprich das Kaffeehaus. Und er wird uns heute was über Kaffeehacken erzählen. Dankeschön. Ja, ich hoffe sehr, das werden auch die wachesten MRM-CD aller Zeiten. Dafür werden wir sorgen. Und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über das Brackwasserhacken, also wie man im Endeffekt Kaffee, wie das zu verstehen ist, ein bisschen Einblick geben über die Vielfalt, die Kaffee im Geschmack haben kann und wie man sich dann entsprechend auf dem Meer des Geschmacks navigiert, um das Ganze ein bisschen für sich zu erfahren. Ist ja alles eine Geschmackssache und dann braucht man ein bisschen Werkzeug, um da voranzukommen. Genau, das ist also der Ablauf. Wir gucken uns erstmal an. Den Werbeblock, den habe ich schon durchgestrichen, weil ich dachte, ich habe den jetzt schon gemacht. Wurde teilweise ja schon angesprochen. Wir machen hier Kaffee in der Brackwasserkombüse. Kommt gerne vorbei. Die ist unten beim LZI, beim Hackcenter. Und da gibt es dann Kaffee. Und noch ein paar andere Heißgetränke. Genau, dann schauen wir uns kurz an. Kochen ist ja eigentlich einfach. Dann noch mal ein bisschen von der Idee her. Man hat irgendwie eine Pflanze, da kommt man, holt man irgendwie Bohnen raus und dann hat man am Ende Kaffee im Pott. Und dann eben zu der Idee des Navigierens von dem Geschmack beim Prozess. Und am Ende könnt ihr dann noch Fragen stellen. Und angehängt an die Slides, die könnt ihr euch dann später noch angucken, sind die Rezepte aus der Brackwasserkombüse. Könnt ihr es dann nachvollziehen. Wir reden heute über das Kaffeekochen, Bohnenstampfen, Wasser drüber, easy. Oder? Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Ich bin dann eher bei dem Menschen hier und würde sagen, Wasser kippt man da nicht einfach drüber, sondern es hat System. Also Kaffee gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das kann von altem Reifen gehen über verbrannten Toast, aber auch bis zu was Schokoladigem oder auch so einem Obstkorb. Da ist alles dabei und es kommt alles halt darauf an, wie man, welche Bohnen man aussucht, wie die geröstet wurden und wie man am Ende dann im Prozess dann damit umgeht. Also Kaffee, da hat man irgendwie so eine Pflanze, da sind ist im Prinzip eine Frucht und in dieser Frucht ist eine Bohne, die wollen wir haben, die holen wir da raus und am Ende rösten wir das Ganze und wenn wir diese Bohne, die wir aus der Frucht extrahiert haben, rösten, dann ist das wie so ein kleiner Bioreaktor. Durch den inneren Druck der Bohne und durch die Hitze, die Energie, die wir zuführen, wird in der Bohne, werden dann quasi Säuren und Öle konvertiert und erzeugt und dadurch entsteht dann quasi was Trinkbares, was wir durch das Wasser draufgießen, das Zerstampfen und Wasser draufgießen quasi da rausholen, um es dann trinken zu können. Wenn wir jetzt von der Pflanze zu diesen Bohnen kommen, gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie man das machen kann. Man kann die Frucht entweder komplett entfernen, dann hat man das ganze Fruchtfleisch entfernt und dann gibt es verschiedene Steps, die man dabei macht, Fermentation und so weiter. Da gibt es verschiedene Prozesse und üblicherweise wird das dann auch noch getrocknet in der Sonne und sowas. Und jetzt ist der interessante Teil, wenn man sich Bohnen anschaut, ist es relevant, wie viel Frucht man von der Bohne entfernt hat, bevor man diesen Prozess startet, weil in der Frucht ist Zucker. Und dieser Zucker wandert während diesem Prozess beim zum Beispiel Fermentieren in der Bohne und wird dann am Ende durch das Rösten verwendet im Prinzip. Also das hat dann einen Bestandteil an dem endlichen Geschmack. Und
oftmals ist es so, wenn man eine Bohne hat, die sehr, sehr viel Fruchtfleisch noch hatte in ihrem Prozess und die dann am Ende röstet und benutzt, hat die halt sehr viel Zucker gehabt. Das heißt, dadurch werden viele Säuren erzeugt und das gibt dann einen sehr fruchtigen Geschmack auch. Also man kann das dann noch weiter nachentdecken, wenn man das dann zubereitet. Beim Rösten gibt es dann quasi so eine Art Spektrum. Üblicherweise, wenn man sich so Kaffee irgendwo kauft, dann steht da irgendwie drauf, ja, das ist irgendwie eine Espresso-Röstung oder das ist eine Filterröstung. Und das ist im Prinzip, gibt's das nicht. Also man kann sowohl das eine für Filter verwenden, als auch das andere für Espresso. Der Clou ist eigentlich, dass man eine Range hat. Je länger man die Bohne röstet, desto dunkler wird sie natürlich. Und wenn sie dunkler wird, hat sie natürlich auch ein bisschen mehr so einen verbrannten Geschmack, so einen Röstgeschmack. Das geht dann quasi von ganz, ganz leicht bis hin zu verbrannt. Manche nennen das auch italienische Röstung. Das ist Geschmackssache. Und ein Clou an der Sache ist noch, wenn man das Ganze sehr stark röstet, dann hat man auch sehr viele von den in der Bohne liegenden Bestandteile verwertet quasi, umkonvertiert. Und die Idee, die ihr mitnehmen solltet, ist, dass wenn man das weit röstet, dann wird die Range sehr stark eingeschränkt von dem, was man am Ende mit der Bohne machen kann. Im Sinne von, wenn ich da jetzt Druck drauf gebe, wenn ich da was rausziehe, dann habe ich ein relativ dünnes Band. Aber dadurch ist es auch einfach, daraus diesen Geschmack rauszubekommen, weil die dann einfacher zu handhaben ist. Wenn ich eine helle Röstung habe, dann ist die sehr komplex noch. Da ist noch ziemlich viel vorhanden von den Ölen und Säuren. Und da kann ich dann quasi mehr mit spielen, aber es ist auch sehr viel komplizierter damit umzugehen. Genau, das hatte ich eben schon gesagt. Das ist das Bild dazu. Jetzt so nach dem ganzen bisschen Gefasel kommen wir noch zur Geschmacksnavigation. Da gibt es jetzt im Prinzip ein paar Achsen, auf denen wir uns das anschauen können. Also man muss am Anfang sich natürlich anschauen, was für Zutaten macht man in seinen Kaffee rein. Da ist halt ganz wichtig, es gibt Kaffee, Wasser und Milch, wenn man Milchgetränke macht. Und da Wasser 99% des Getränks ausmacht, ist das sehr relevant, welches Wasser man verwendet. Dabei spielt vor allem eine Rolle, wie hart das Wasser am Ende ist. Also wenn das Wasser wenn ihr Wasser aus der Leitung zum Beispiel trinkt und ihr habt das Gefühl, dass ihr habt danach mehr Durst, als ihr vorher hattet, dann ist das halt im Kaffee dann auch drin. Also das schmeckt ihr dann da auch. Deswegen ist das schon mal wichtig, sich das anzuschauen. Und beim Kaffee, da müsst ihr dann eben schauen, also zum Beispiel dieser Reifengeschmack, den hatte ich jetzt irgendwie bei so Lavazza-Bohnen. Also nur um mal irgendwie so einen Name-Drop zu machen. I'll die on that hill. Aber man kann halt auch unfassbar viel Geld ausgeben für Bohnen. Da muss man schon gucken. Also es gibt halt teilweise so Bohnen, die sind dann irgendwie in Monsunwinden gewaschen oder so Zeugs. Da muss man halt schauen, ob das wirklich, ob man das braucht. Es kann tatsächlich, wenn man weiß, was man tut, kann man da schon was Krasses rausholen. Aber da muss man schon ein bisschen sehr viel Erfahrung für haben, damit sich das lohnt. Deswegen wäre es sinnvoll, sich irgendwo so im Mittelfeld irgendwie einzupendeln und zu gucken. Man hat eine gute Rösterei in der Gegend, weiß so ein bisschen, wie die ticken und guckt sich das dann da an. Und ein quasi Quick-Hack für gute Bohnen ist, dass man sich anschaut, dass auf den Bohnen draufsteht, wo kommen die her, wie wurden die gemacht, wann wurden die geröstet. Das sind alles so Key-Faktoren, die eben ausmachen, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Wenn das nicht alles auf der Packung draufsteht, dann kann es sehr gut sein, dass da einfach nur in Massen von überall irgendwie Bohnen eingekauft werden, möglichst günstig, und die werden einfach zusammengekippt und dann hat man kein gutes, konsistentes Produkt quasi am Ende. Dann die Mengen sind sehr, sehr wichtig, also dass man das Verhältnis sich überlegt. Keine Ahnung, bei uns früher in der Familie hieß es so, ja, ich möchte Kaffee machen, okay, nimm mal hier diesen Esslöffel und pack mal da so irgendwie 3 Esslöffel in die Kaffeemaschine, Kaffee. Und ja, das war natürlich nicht lecker, hat halt wach gemacht, das war okay. Und deswegen, was ich halt zum Beispiel mache, ist, ich schreibe mir ganz genau auf, wie viel Kaffee mache ich
in den Prozess rein, wie viel Wasser kippe ich drüber. Ich habe so ein kleines Notizbuch und führe mir dann so Notizen, damit ich am Ende das auch immer reproduzieren kann, dass ich quasi weiß, okay, ich habe die Bohne genommen, ich habe die Mengen genommen und dann am Ende gucke ich dann, dass das, und dann schmeckt das meistens auch sehr, sehr ähnlich. Es sei denn, der Röster hat irgendwie einen Fehler gemacht und die Charge ist halt irgendwie nicht lecker. Genau, dann ein sehr wichtiges Konzept ist bei diesen Mengen, dass wir eine Kontaktzeit haben zwischen dem Wasser und dem Kaffee, wo das, wo der Geschmack aus dem Kaffee ins Wasser übergeht. Und diesen kann man kontrollieren, wie viel Zeit quasi das Wasser in Kontakt ist mit dem Kaffee. Das hat den folgenden Effekt. Wenn das Wasser mit dem Kaffee in Berührung ist, dann gibt es eine Range von sauer zu bitter. Also je länger das Wasser mit dem Kaffee in Berührung ist, desto bitterer wird der Kaffee. Und viele verwechseln sauren Kaffee mit verwässertem Kaffee. Aber es gibt quasi was, also wenn man es auf die Spitze treibt, dann kann man teeähnlichen Kaffee machen. Das klingt erstmal crazy, aber man kann im Prinzip relativ hellen Kaffee machen, der aber auch wirklich eine sehr, ja, einen sehr fruchtigen Geschmack hat. Der Unterschied kommt halt daher, dass man das richtige Verhältnis findet zwischen der Kontaktzeit zwischen Kaffee und Wasser. Das können wir gleich uns nochmal genauer angucken. Und im Endeffekt gibt es, um diese Zeit zu beeinflussen, zwei Variablen, die man machen kann. Man kann entweder mehr Kaffeepulver nehmen, weil wenn mehr Kaffeepulver da ist und man die gleiche Menge Wasser hat, dann braucht das Wasser natürlich länger, um einmal an allem Kaffee vorbeizukommen, um in die Tasse zu kommen. Man kann aber auch den Kaffee feiner mahlen, weil dann hast du feinere Partikel und dann hast du auch mehr Weg, den das Wasser zurücklegen muss und auch eine längere Kontaktzeit. Und längere Kontaktzeit ist dann mehr bitter. Und wenn einem der Kaffee zum Beispiel zu bitter ist, dann nimmt man entweder weniger Kaffee oder gröberen Kaffee und kriegt dadurch quasi den Kaffee schneller am, das Wasser schneller am Kaffee vorbei und hat dann damit nicht ganz so bitteren Kaffee. Und wenn das dann zu wässrig ist, dann hat man im Prinzip zu viel Wasser auf zu wenig Kaffee genommen. Also da muss man dann im Prinzip sich so überlegen. Und ich versuche immer, das Verhältnis von Kaffee zu Wasser immer gleich zu behalten, aber die Kaffeemenge und den Mahlgrad dann quasi anzupassen. Dass das dann ungefähr, und so versuche ich mich dann quasi da anzunähern. Genau, die Temperatur kann man meistens nicht so wirklich beeinflussen, wenn man jetzt so eine Maschine hat, die ist ziemlich fest, auch irgendwie so ein Siebträger oder sowas. Wenn man aber jetzt einen temperierbaren Wasserkocher zum Beispiel hat, dann kann man das machen bei Filterkaffee. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt dunkle Röstungen wie ein Espresso nehme und ich will damit einen Filterkaffee machen, das geht, dann macht es einen Unterschied, ob ich 90 oder 80 Grad warmes Wasser nehme. Bei 90 Grad schmeckt der sehr viel out of balance und nicht so, und mit 80 Grad ist quasi die Extraktion nicht so aggressiv. Das so aus meiner Erfahrung. Hier habe ich nochmal ein sehr kompliziertes, verwirrendes Schaubild, das aber nochmal am Ende per QR-Code und Link nochmal verlinkt ist an die Folien. Das ist ein super cooles Werkzeug für diese Navigation in dem Geschmack. Weil man kann im Prinzip sich überlegen, also man hat links die verschiedenen Geschmackssachen. Also man guckt sich halt an, okay, schmeckt mir der Kaffee jetzt irgendwie zu stark oder schmeckt er zu süß, zu fruchtig. Und dann legt man rechts diesen Kompass quasi dahin und guckt sich dann an, die Pfeile zeigen dann an, was man machen muss. Die Pfeile zeigen also quasi an, okay, der Kaffee ist mir zu süß und ich möchte ihn gerne eher balanced haben, dann will ich quasi nach links gehen. Und das heißt, in diesem Schaubild dann weniger Kaffee zu extrahieren oder mehr. Okay, das ergibt nicht so viel Sinn. Aber wenn man jetzt nach links gehen will, also man hat quasi überextrahiert, dann hatte man zu viel Kontaktzeit mit dem Kaffee. Das heißt, die Quintessenz ist, du willst dann die Kontaktzeit mit dem Kaffee reduzieren. Genau. Nochmal kurz zur Auflockerung.
Meistens ist Menge mal gerade Zeit irgendwie so ein Ding von, okay, was soll ich jetzt tun? Es ist alles verwirrend und man steht da, da aus, okay. Am besten immer nur eine von beiden, also alle von dreien Variablen ändern und nicht alle gleichzeitig. Das kennt man ja, sonst gibt es Verwirrungen. Genau. Und wenn man das alles verstanden hat, was ich gerade erzählt habe, was vielleicht gar nicht so einfach war, dann kriegt man vielleicht sowas. Genau, nee, also Latte Art ist dann nochmal eine komplett andere Disziplin. Wenn man dann erstmal quasi zufrieden ist mit dem Geschmack des Kaffees, dann kann man anfangen und irgendwie fancy Zeug in, mit Milch in Kaffee malen. Genau. Noch eine abschließende Sache, und zwar das FHQ, bevor ihr gleich Fragen stellen könnt. Hier eine Auswahl von Fragen, die mir regelmäßig gestellt werden. Und zwar, ich hatte mal einen Kumpel, der hat gesagt, mein Kaffee schmeckt sauer und bitter gleichzeitig. Falls verständlich war, was ich eben gesagt habe, dann ist das eine Range und eigentlich ist es entweder sauer oder bitter. Was aber passieren kann ist, wenn es extrem bitter ist, dann triggert das, weil es so stark ist, gleichzeitig die neben dem bitter liegenden Geschmacksnerven auch die sauer liegenden Geschmacksnerven und dann schmeckt es gleichzeitig sauer und bitter. Das heißt, das ist ein Zeichen dafür, dass es viel zu stark extrahiert ist. Kaffee schmeckt wie alter Reifen, ja, Lavazza. Nein, Spaß. Es ist wahrscheinlich zu alt einfach. Genau, das hat dann zu lange rumgelegen, zu lange entgast. Also meistens, wenn ihr euch so Kaffeepackungen anguckt, dann haben die so Ventile. Das liegt daran, weil der nach dem Rösten immer noch Gase auslegt und der soll halt nicht mit Luft in Berührung kommen, um nicht zu oxidieren. Aber das Gas muss halt raus, sonst platzt ja einfach irgendwie dieses Behältnis. Genau. Dann das mit dem falschen Wasser habe ich schon erwähnt, wird meistens unterschätzt. Und genau, was dann auch viele Leute fragen, gerade wenn es dann so an die Anfänge geht des Milchschäumens, ist nicht fluffig cremig, ist oftmals die Sache so. Es ist irgendwie mehr so wie, weiß nicht, Seifenwasser. Dann liegt das meistens daran, dass man die Milch zu heiß gemacht hat, weil dann die Eiweißmoleküle da drin quasi zerfallen und dann die Bindung aufhört und dann hat man da zu viel Luft quasi. Nicht gute Textur. Und wenn man, muss man halt das richtige Verhältnis zwischen Luft und Milch halt haben. Wenn man viel zu viel Luft reinmacht, dann wird es halt am Ende einfach nur so ein Schaumklumpen. Genau. Ja, das so viel zu Brackwasserhacken. Hier noch unsere Rezepte und ihr könnt jetzt gerne mich mit Fragen löchern. Ja, vielen Dank. In der Theorie haben wir noch 3 Minuten. Das Gute ist aber, dass der nächste Talk in diesem Saal erst in einer halben Stunde ist. Von daher haben wir tatsächlich trotz verspäteten Beginn ein bisschen Zeit für Fragen. Ich sehe schon die erste. Wie sehr eskalativ bist du denn, was das Wasser angeht? Also ich aktuell mische mir das aus destilliertem Wasser, indurch dann Natron und ein bisschen Epsom-Salz dazugebe mit einer Feinwaage. Es hat so ein bisschen was von so einem Drogenlabor. Okay. Wie machst du das oder was hast du da für Erfahrungen? Tatsächlich, jetzt hier auf dem Event haben wir uns halt verschiedene Wasser angeschaut. Wir können halt nicht einfach das Leitungswasser verwenden, weil vor allem hier in Darmstadt das Leitungswasser zu hart ist und das kannst du nicht in den Siebträger kippen, weil das ist so ein älterer italienischer Kessel und der mag es halt gar nicht, wenn man da in Kalker reinkippt und Kalk mag der halt auch nicht, weil dann verstopft er. Also mussten wir uns halt ein Mineralwasser aussuchen, was gute Mineralwerte hat. Möglichst niedrige, die dann nicht so hart schmecken. Zu Hause habe ich das Glück, dass in dem Gebäude, wo ich wohne, tatsächlich eine Entkalkungsanlage verbaut ist und ich deswegen da einfach Leitungswasser ziehen kann, was jetzt nicht komplett irgendwie ausgeklügelt ist, aber es ist in Ordnung. Und privat mache ich den Step dann tatsächlich nicht nochmal, das Wasser zu remineralisieren. Aber Respekt. Hast du an der Stelle für die Schleichwerbung einen Tipp, welches Mineralwasser vielleicht ganz gut passt? Falls jemand jetzt sich den Kram mit 10 Sorten durchprobieren sparen möchte? Also es gibt, kann ich sagen, Leute streiten sich auf Reddit, falls es noch niemand gemerkt hat. Und
da kann man auf jeden Fall Listen finden, wo dann auch die Inhalte und sowas aufgelistet werden. Man kann sich auch auf, ich habe jetzt glaube ich für die MMCD auf rewe.de, shop.rewe.de einfach mal dann die, also das ist halt ganz cool, weil die listen halt die Inhaltsstoffe auf der Webseite auf. Das war jetzt bei Metro nicht so. Und da kann ich halt nachgucken und ein Wasser finden mit den richtigen Werten sozusagen. Aber ich würde jetzt ungern eins empfehlen. Also nur weil es jetzt noch nicht erwähnt wurde, man sollte vielleicht auch noch die Option erwähnen, einfach Wasser zu filtern. Also ja. Selbst wenn man in seinem Haus jetzt nicht eine Filteranlage hat, ja. Der Standardweg vermutlich für die meisten Leute erstmal ist, kauft euch so einen Brita-Filter und fair, ja. Das ist auch einfach ein sinnvoller Startpunkt. Ja, definitiv. Wobei, persönliche Anmerkung, ich bei diesen Brita-Filtern tatsächlich manchmal das Gefühl habe, dass die schon wieder fast zu viel rausnehmen. Das ist dann auch schon wieder... Aber dazu tatsächlich eine kurze Anekdote. Ich habe nämlich mir mal so einen Brita-Filter in der alten Wohnung gekauft, weil halt auch 25 Grad hartes Wasser in Darmstadt wollte ich nicht haben. Und dann gibt es auf Brita halt einen Filter, der nennt sich irgendwie A1000 oder sowas. Und es gibt halt einen mit Wasserhahn und einen ohne. Ich wollte halt kein Wasserhahn, ich wollte ja nur den Filter haben. Also habe ich den ohne Wasserhahn bestellt. Was ich dann gelesen habe, ist, das ist ein quasi so eine Art Placebo-Filter, der einfach nur das Wasser irgendwie leckerer schmecken lässt, aber es nicht enthärtet. Und es gibt aber bei Brita einen Filter, der das Wasser enthärtet, und der nennt sich aber P1000, nicht A1000. Und der kommt aber nur mit Wasserhahn. Ja, das war der Punkt, auf den ich noch eingehen wollte. So ein normaler Brita-Filter ist erstmal nur so ein Aktivkohlefilter. Mhm. Wenn man jetzt so ein bisschen höherpreisige Espressomaschinen in die Empfehlung der Hersteller reinschaut, die sagen halt auch bei enthärtetem Filter, also Leitungswasserzustand nach Enthärtungsanlage, sollte man noch einen Brita-Filter verwenden, weil man halt noch so Schwemmstoffe drin hat, die dir zum Beispiel bei zum Beispiel einer Diesen, die halt einen 165 Grad Thermoblock drin hat, ja. Und dann aus einem, keine Ahnung, 60 Grad und 165 Grad heißem Wasser dann das Brühwasser zusammenmischt, da hat man nämlich dann trotzdem den Schlamm dann in seinem scheiß Thermoblock drin hängen. Und das willst du dann halt auch nicht unbedingt. Ja. Von daher, ich habe da solche Kopfschmerzen von bekommen, weil es gibt nämlich dann auch extra Filter, die vollständig enthärten. Problem ist, dann schmeckt der Kaffee aber scheiße, beziehungsweise die Maschine sagt, sie hat kein Wasser, weil viele Espressomaschinen haben halt, machen halt über eine Widerstandsmessung den Wasserfüllstandswarnung an. Bedeutet, man hat da einen ewigen Spaß mit. Es gibt leider das einzige Wasser, was überregional erhältlich ist, was man kaufen kann aus dem Supermarkt, kommt aus dem Haus Nestle. Kann man deshalb nur sehr bedingt empfehlen. Ja. Es gibt dann irgendwie so einen amerikanischen Nerd, der Scott Rayo, der hat da Bücher über Espressowasser geschrieben. Und da findet man aber die Rezepte, wo man dann quasi den 5-Liter-Kanister vom DM ja. sich nehmen kann und Sachen was reinmachen kann, findet man online. Und ich glaube sogar tatsächlich, dass das die praktikabelste aller Lösungen ist, mhm. weil diese Brita-Filter fangen irgendwie nach 2 Wochen an schon an zu schimmeln. Mhm. Also da gab es auch von der Stiftung Warentest, haben sie mal Schimmeltest bei diesen Brita-Filtern gemacht, das war ganz grauslich. Also je tiefer man reinschaut, desto mehr Kopfschmerzen gibt's. Also was ich mir für nächstes Jahr auf jeden Fall noch anschauen werde, ist das Third Wave Water, so heißt das. Da muss ich nochmal gucken, wie das halt so ist. Aber das ist im Endeffekt so eine Art Tablette, die den richtigen Mix beinhaltet für irgendwie 5 Liter Wasser oder 5 Gallons. Und dann kippt man das einfach da rein und dann hat man Wasser. Ja. Ja. Ich habe mit meinem Siebträger regelmäßig mit dem Druck zu kämpfen. Mhm. Denkst du, das kann ich dann auch durch Kaffeemenge und Mahlgrad ausgleichen oder ist das nochmal was komplett Separates? Also ich weiß jetzt nicht, was dein Druckproblem ist an der Stelle. Er ist sehr inkonsistent und sehr schwer einzustellen und ich bin unsicher, wie ich
ich habe damit viel zu kämpfen. Okay. Also der Druck sollte im Endeffekt recht gleichförmig sein, es sei denn, du hast irgendwie ein PID oder so irgendwas da drin und irgendwas anderes. Aber wenn das einfach nur quasi an ist und der startet den Bezug, dann sollte der Druck halt quasi recht konstant sein. Und wenn du dann da sehr viele Unterschiede drin feststellst, ist entweder was mit der Maschine nicht in Ordnung oder du hast quasi noch zu unterschiedlich gemahlenen Kaffee. Also es kann halt auch sein, dass deine Mühle zum Beispiel den Kaffee nicht konstant genug mahlt und du deswegen immer unterschiedliche Ergebnisse am Ende erzielst oder dass deine Mengen immer ein bisschen unterschiedlich sind. Also da könntest du mal gucken, ob du quasi immer, weiß ich nicht, zum Beispiel, du bist immer bei 16 Gramm Kaffee, immer quasi mit dem gleichen Mahlgrad. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Gibt's ansonsten noch? Jawohl. Bin doch schon unterwegs. Danke. Ich bin mal auf der Suche nach neuen Röstereien, um spannende Kaffees auszuprobieren. Ja. Hast du vielleicht gerade irgendwas zur Hand, wo man mal was du empfehlen könntest, was man mal ausprobieren könnte? Ja, wenn mein Namensgedächtnis mich jetzt nicht verlässt. Also es gibt ja hier in Frankfurt Wackers Café. Die machen, also Disclaimer, wir kaufen von der Firma halt da und irgendwie unsere Marketingperson kennt Leute, die da arbeiten, aber da ist der Kaffee so okay. Also er ist jetzt nicht, auch eine überzeugende Empfehlung. Ja, aber man kann es ausprobieren auf jeden Fall. Also es ist halt, ich sage jetzt halt nicht, dass ich will gleich noch auf besseren Kaffee hinaus. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, es ist eher dunkel gerösteter Kaffee, das muss man halt für die Geschmacksfrage wissen, aber es ist halt preis-leistungstechnisch, finde ich, okay. Und da habe ich jetzt halt auch für die MRM-CD das geholt und genau. Aber wenn man halt, es kommt ein bisschen drauf an, ob du eher drauf abzielst, so für den Day-to-Day-Use oder so für, ich will mal irgendwie was den Freunden zeigen oder für so besondere Tage oder sowas, weil dann würde ich tatsächlich empfehlen, so Röstereien, wo der Preis dann schon eher in die 80 Euro pro Kilo geht, weil dann hast du halt tatsächlich so Kaffee, den du mal so am Sonntag irgendwie trinken kannst, der aber auch wirklich crazy ist. Da kannst du zum Beispiel Fried Heads, die ist eine Rösterei, die machen sehr, sehr krassen Kaffee. Wie schreibt man das? Fried, F-R-I-E-D und Heads, H-A-T-S, Fried Heads, genau. Das kannst du mal ausprobieren. D-A-K ist auch noch ziemlich krass. DAK, also von DAK, die hatten mal irgendwie so, also sie machen auch so Microlot-Sachen. Das ist quasi, du hast eine Plantage, die sehr wenig Kaffee macht und auch nur in quasi meistens nur einer Charge oder vielleicht zwei. Und dann ist der sehr teuer, aber auch meistens sehr experimentell hergestellt. Also mit irgendwelchen, weiß nicht, die hatten halt zum Beispiel einen Kaffee, der wurde geschockfrostet, bevor er dann quasi fermentiert wurde. Und der hat am Ende so ein bisschen geschmeckt wie ein Kuchen. Ich hatte mal einen, der war in Erdbeersaft fermentiert. Das hat sehr krass geschmeckt. Ja, also solche Sachen. Aber das ist dann halt auch entsprechend pricey. Das heißt, für Day-to-Day-Use würde ich halt dann entsprechend eher mal sowas, zum Beispiel mal Wackers ausprobieren. Das kenne ich jetzt. Ansonsten, es gibt auch noch in Weiterstadt eine Rösterei. Die kann man, glaube ich, auch mal ausprobieren. Durch Weiterstadt bin ich gefahren. Danke. Gerne. Ich wollte noch fragen, wo wir hier bei Hacken sind. Hast du auch schon mal so Kaffee-Apps ausprobiert selbst? Machst du das? Du meintest, du schreibst dir deine Sachen irgendwie ins Notizbuch ein? Ja, genau. Ich habe tatsächlich ein bisschen geflunkert, weil es ist kein Notizbuch, es ist eine App. Okay. Ich benutze Bean Conqueror . Hast du Coffee auch mal benutzt, die App? Vielleicht habe ich mal kurz reingeguckt. Aber ich muss sagen, ich habe halt irgendwie 3-4 Apps mir kurz angeguckt und dann habe ich Bean Conqueror gefunden und dann war ich halt zufrieden. Also nur als Anmerkung, wenn du es ganz extrem nerdy haben willst, visualizer.coffee ist eine Webseite, primär wenn du eine Decent hast, also wenn du so eine etwas teurere Maschine, die dir auch Daten plotten kann, die lädt dir danach quasi jeden Shot mit Druck
Temperaturdaten soll und ist quasi als Diagramm hoch. Und du kannst dann von der kompletten Community aller Nutzenden quasi zum Beispiel auch, wenn der Kaffee, wenn du jetzt zum Beispiel bei DAK Coffee Roasters aus Amsterdam, was du ja auch erwähnt hast, wenn du irgendwie den nicht eingestellt bekommen hast, dann guckst du einfach, hat jemand eine ähnliche Mühle wie du, und dann kannst du mal gucken, okay, warum sieht dessen Graph, kannst du die auch übereinander legen, kannst da die Deltas berechnen lassen und kannst dann auch gucken quasi, was für Parameter hat er gemacht. Und ja, am Ende, gerade so wenn es bei den ultrahellen Röstungen ist, die Frage hatten wir vorhin schon, ein Aspekt noch dabei ist Pub Prep. Also quasi, wie gut ist quasi der, man hat ja 8 bar Druck im Standardfall oder bei der Diesen auch mal 3, aber das ist ja egal. Und das geht ja über so einen relativ breiten Kaffeepuck durch. Und wenn man das nicht gut verteilt, dann bilden sich Channels. Und das zum Beispiel sieht man dann auch auf dieser Webseite, kann dann quasi die Entstehung von Channeling anhand der Resistance-Kurve quasi live erkennen und weiß dann, okay, keine Ahnung, allein schon von den Daten kann der Kaffee nicht schmecken. Und das, ja. Die Daten lügen nicht. Dann mache ich halt eben schon mal den Dampfboiler an, ne, und dann weiß ich, dann gibt es den Kaffee nur mit Milch. Aber ja. Ja. Gibt es ansonsten noch Fragen? Ansonsten hätte ich tatsächlich noch eine Frage. Ja. Du hast ja so ein bisschen von deinen Familienkaffee-Erlebnissen von früher so ein bisschen erzählt. Und wenn du in den Supermarkt gehst und Kaffee kaufst, steht immer 100% Arabica auf den Packungen drauf und sonst aber nichts. Ja. Wenn du jetzt aber zu deiner, ich sag mal, kleinen oder vielleicht auch mittelgroßen Rösterei um die Ecke gehst, da steht halt was ganz anderes drauf. Die sagen dann aber halt, naja, also es ist natürlich schon mit Robusta-Anteil. Gibt's da wirklich die krassen Unterschiede, welche Bohnensorte das jetzt ist? Oder ist Herkunft und Röstung und sonst was viel entscheidender? Also wenn da nur Arabica draufsteht, dann kann das halt auch durchaus heißen, dass die einfach aus aller Welt kommen. Und das heißt halt, die sind geschmacklich komplett unterschiedlich. Also da sind halt riesige Unterschiede, und dann, das kann man mit Absicht machen, weil man die Geschmäcker von verschiedenen Dingen kombinieren will. Aber in dem Sinne ist das meistens ja ein wirtschaftliches Thema. Ja, oder du kannst wahrscheinlich auch relativ beliebig zusammenkippen in einigermaßen ähnlichen Anteilen nach Herkunftsgebiet und hast dann halt so diesen Jakobsmelitta, was auch immer, Einheitsgeschmack. Genau. Für mich zumindest schmecken die alle irgendwie gleich. Ja, und dann würde man aber wahrscheinlich aus industrieller Sicht eher Robusta nehmen, weil Robusta ist einfacher herzustellen und witzigerweise, wie der Name, weiß nicht, ob das daherkommt, aber ist eine robustere Pflanze. Und die kann man in niedrigeren Lagen herstellen und hat mehr quasi Anbaugebiete, und die schmeckt halt auch eher gleichförmig, nicht so fancy, aber dafür halt ist einfacher quasi. Magst du deine Frage nochmal? Also ich würde jetzt mal deine Antwort so zusammenfassen, wie ich sie verstanden habe. Es kommt also wahrscheinlich mehr darauf an, dass sich jemand dabei Gedanken gemacht hat, wie sich sein Kaffee zusammensetzt, als was es jetzt wirklich für eine Sorte ist. Ja. Sonst hast du halt quasi das ist sonst ein Glücksspiel. Also du kannst halt, Möchtest du was dazu sagen? Man kann sich Robusta merken. Also ich habe mal den Fehler gemacht und mir einen 100% Robusta-Kaffee besorgt. Und Robusta ist so ungefähr das, was du als Lavazza beschrieben hast. Ja. Also das war wirklich so dieses schwere, reifige, teerige. Und man mischt das halt eben gerne so 70-30 mit Arabica, auch unfein als Barschlampe bekannt, weil Robusta halt sehr einfach zu extrahieren ist. Also der macht sehr viel Schaum, der macht sehr viel Crema. Und gerade so die ältere zahlende Kundschaft will so Kaffee wie im Urlaub in Italien, und das ist halt meistens irgendwie mit viel Robusta und dunkel geröstet, und die Hipster wollen dann irgendwie Fruchtsaft trinken, der Robusta, also quasi für mich ist halt 100% Arabica halt so etwas, okay, es ist schon mal zumindest kein Robusta drin, weil
da sagt mir nur nicht, dass der Kaffee gut ist, weil das gibt es inzwischen auch bei Chibo, aber ja. Wenn man halt Robusta drin hat, dann weiß man, dass man auf jeden Fall ein bisschen Autoreifen schmecken wird. Ja. Dafür Robusta unschlagbar viel Koffein. Also wenn man so einen 100% Robusta-Kaffee macht, kriegt man direkt Kammerflimmern. Normalerweise stecke ich so einen doppelten Espresso oder zwei entspannt weg. Wenn ich davon einen mit Robusta trinke, hat der halt 60% mehr Koffein. Ja. Und plus ich hasse mein Leben und muss danach erstmal meinen Mund ausspülen. Aber der ballert, Ja. Gut. Cool. Gibt es sonst noch Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Super. Sehr gerne. Dann erstmal danke, Watson, sowohl für den Talk als auch für die Brackwasserkombüse. Ja.